Ihr seid doch völlig verrückt. Was ist hier los? Die Frau hätte fast unserem Magier den Garaus gemacht. Völlig verdient. Eigentlich egal, ob er es verdient hat oder nicht. Ich reiche ihm dann die Hand runter. So, steht erstmal auf. Was machen wir hier jetzt? Ist euch gut? Oh, da hinten! Aber mir sprecht mit mir. Wenn die 17 Trefferpunkte im Trefferarm, im Schwertarm verursacht hatte, oder? Richtig? Oder? Sie hatte 16 gemacht. Gut, dann habe ich genau einen erledigt, dann durfte ich wahrscheinlich so Auto. Ah, nee, 13 hat sie gemacht. 13. 13, ja. Und dann, ja, dann sind, 13, hätte ich jetzt noch 12, 4 Punkte übrig. Ja, du bist eisern, kannst also weiter nochmal handeln. Ja, wie gesagt, wir sind nicht mehr im Kampf und du bist zwar regeltechnisch kampfunfähig, aber passt, du liegst einfach zuckend am Boden, bist aber nicht ohnmächtig. Tut doch scheiße weh. Ich möchte ihn auch ziehen, wenn das geht. Du siehst eine schwere blutende Wunde am linken Arm, meinetwegen. Nee, am rechten Arm, Schwertarm. Am rechten Arm, aus der Blut spritzt, vermute ich mal. Ank! Nicht! Verdammt! Julaus! Wir brauchen ja eure medizinische Hilfe! Julaus schüttelt beim Kopf und packt mal wieder seine Tasche aus. Sehr schweigsam, wie er ist. Amenelaus heißt er doch jetzt. Oder bei mir, lasst ihr euch verbinden. Wir sind völlig allein, ist doch völlig egal, wie wir uns nennen! Nicht egal, es geht darum, dass ihr... Es geht darum, dass erstmal geht es darum, dass ihr euch dran gewöhnt, damit euch, wenn wir in Jolgo Max sind, nichts Falsches rausrutscht. Zweitens, ihr wusstet ganz genau, auf welchem Weg diese Führerin war. Wir haben alle nur darauf gewartet. Ich habe euch doch gesagt, diese verdammte Torwallerin verursacht nicht das Ärger. Habe ich nicht Amenelaus erst in diesem Dorf was übers Zaubern in der Nähe von der Frau erzählt? Nein. Doch, habe ich, und ihr wart dabei. Ihr müsst euch täuschen. Drachenmagie. Scheiße, was machen wir jetzt? Wir haben keine Führerin mehr. Wir gehen weiter. Vielleicht sollten wir diese Nacht hier am Feuer verbringen, erstmal. Ja, sollten wir. Wie gut, dass sie vorher schon die Köpfe hier für dich drapiert hat. Immer steht mal auf. Ist das denn irgendein guter Lagerplatz? Seht euch mal um, ob ihr einen besseren finden könnt. Aber da sie ja sowieso dachte, wir könnten hier lagern, gehe ich mal davon aus. Ich glaube nicht, dass ihr das eigentlich vorhatte. Ich weiß nicht, wie ein guter Lagerplatz aussieht, hoher. Doch. Ragnar, du kannst dich auch auf Maraskan schon ein bisschen aus. Aber das hier sind die hohen Berge. Ja, vor allem Starkrad, verzeiht. In Maraskan waren auch Berge. Du kriegst das schon hin. Dorgosch, ich denke, da besteht ein Unterschied. Du bist der Anführer. Ja, warte, ich gucke mal. Ich gucke mal, ob ich einen guten Lagerplatz finde. Ja, ich glaube, dann schaue ich lieber auch nochmal. Soll ich euch unterstützen, Chagat? Aua. Gerne, Abdullon. Na gut, also drei Erleichterungen wegen Gebirgskundig, nehme ich an. Ja. So, die Helden beginnen schon eine Stunde vor Sonnenuntergang mit der Suche. Ja, es ist taghell. Wenn ihr diesen haben wollt und den halben Tag verplempert, -3 zusätzlich. Geländekunde -3. Für jeden weiteren Helden mit passender Geländekunde -2. Ich glaube, es ist allerdings sonst keiner gebirgskundig. Ihr müsst nicht auf Heimlichkeit achten. Es ist nicht dunkel. Aber wir sind im Gebirge. Es ist eine +4. Die Probe generell wird um 4 erschwert. So, das heißt, wir nehmen uns einfach nur die Probe von Torgosch. Das ist eine 14, die übrig waren. Nochmal eine -3 aufschlagen und eine +4. Das heißt, du hast nur 13 Sternchen über. Aber. Nee, er hat 6 Sterne über. Er hat 7 Sterne über. Nein, er hat 7 Sterne über. Achso, genau. Nicht die maximale Erschwernis, 7. Genau, Entschuldigung. Verzeihung, richtig. So, Bedeutung der Qualitätsstufen. Du darfst jetzt oben. Wir gucken uns oben mal die Tabelle an. Qualitätsstufe des Lagerplatzes. Du darfst dir jetzt pro Punkt, darfst du dir eine von diesen Sachen aussuchen. Du darfst 7 Dinger dir aussuchen. Ja, wie gesagt, windgeschützt oder nicht, das würde dann die Regeneration beeinflussen, ebener Untergrund. Möchtet ihr vielleicht nochmal was jagen, weil ihr kein Essen mehr habt? Möchtet ihr Trinkwasser suchen? Trinkwasser in der Nähe gebe ich euch automatisch, ihr seid am Fluss, den darfst du dir nicht aussuchen. Ich glaube, wir müssen nicht jagen, wir sind im Moment gut ausgestattet. Ich nehme mal an, das hier ist kein Ungeziefer und ähnliches. Genau, also du verzichtest auf Ungeziefer.
Ist dann 5 Punkte, darfst du noch haben. Komm, gib ihm. Ebener Grund ist bestimmt auch nicht schlecht. Ein noch. Nimm ja, komm. Oder Regengeschütz, ja. Regengeschütz, alles klar. Ihr schlaft auf feuchtem Boden. Macht natürlich irgendwie Sinn, wenn jetzt hier alles irgendwie in der Nähe ist. Und ihr befindet euch im Jagdgebiet von Raubtieren. Es gibt keine Nahrungsversorgung und ihr habt keine Wälder in der Nähe. Was bedeutet, ja gut, es gibt zwar irgendwie noch Holz oder so, aber ihr seht jetzt gerade auf euer kleines Lagerfeuer. Das letzte trockene Holz, was jetzt hier gerade runterbrennt, das hält nicht für die Nacht. Lass doch die Brücke kaputt hauen, das ist uns doch eh egal. Die trägt sowieso niemanden mehr. Richtig. Das Wasser hat hier natürlich auch mit der Gischt dann nach oben gespritzt, je nachdem, auch gerade dann durch den Zwergen, hat im Laufe der Jahre, im Laufe der Zeit, hat hier keiner mehr nachgebessert. Das Holz ist total morsch, durchgemodert, nass. Das hilft gar nicht mehr. Wie viel Zeit haben wir noch? Ja, guck mal mit einer Orientierungsprobe in den Himmel, weil ihr habt keine zwergischen Uhren eingepackt. Keine Windsalter-Eier. Ist gar kein Problem. 8 über. Ja, die Sonne steht für den Winter so ziemlich hoch, wie sie nur stehen kann, Mitte des Tages. Oh Gott, ihr seid, wie gesagt, immer noch nass oder, naja, gut, die ein oder andere hat jetzt mit der Hauswirtschaftsprobe dagegen gesteuert. Könnt ihr noch weiterziehen. Dann gehen wir. Wir haben den Lagerplatz jetzt schon. Und da will mir auch Ruhe. Wir könnten auch einfach Yoga verbrennen. Wir werden nicht. Ja, ich glaube nicht, dass wir sie überhaupt mitgenommen haben. Oder hat jetzt irgendjemand das Gewicht von Yoga mitgenommen? Aktuell seid ihr genau an der Stelle, wo ihr. Genau. So, ich sag mal, im Umkreis von 20 Metern. Okay. Wir werden die Frau hier unter ein paar Steinen begraben. So viel hat sie sicherlich verdient. So, gibt's bei euch keine Brandbestattung? Doch, aber wir können wohl kaum einen Scheiterhaufen hier errichten. Oder seht ihr vielleicht das Holz dafür? Naja, wenn sie erstmal brennt, wird sie schon weiter brennen. Ihre Kleidung ist auch nass. Offensichtlich musstet ihr noch nie jemanden Brand bestatten. Gut, wer kann, der geht und sucht Feuerholz. Irgendwo muss es doch wohl was geben. Aber mir, ruht euch aus, ich werde euch morgen auf den Beinen haben. Krieg ich eine Erschwerung für einen Balsam, weil mein rechter Arm ist ja verletzt? Ja, klar. War mir klar. Sag mal an. Also auf jeden Fall schon mal eine Schwert für die Wunde wahrscheinlich, ich rufe ihn aus. Ja. Am rechten Arm, eine. Müssten zwei sein. Naja, was ist denn die Zaubergeste? Also du brauchst eine Geste, leg, ne? Leg dem Verletzten sanft eine Hand auf die Verletzung. Ja, du hast Spruch, du hast was noch? Ja, er hat gerade gesagt, die Geste ist, lege sanft die Hand auf die Verletzung. Genau. Ja, okay, und er geht dabei. Ja, dann ich gebe dir mal eine Plus 4. Gut. Ich setze 20 ASP ein. wenn du den jetzt verbockst. Ja. Du sagst jetzt 20 ASP an, sagst du auch an, dass du Wunden heilen willst. Ist automatisch. Nein. Automatisch ist erschwert. Dann nochmal den Balsam durchlesen, bevor du jetzt anfängst, Balsam zu machen. Ab 7 ASP darfst du eine Wunde heilen. Genau, und okay. Dann gibt es nochmal zusätzlich Erschwernis durch die Wunde. Doppelte Anzahl der Wunden steht hier. Wenn Sie mit Trefferton spielen, gibt die Probe der höchste Zuschlag. Schlimmste Wunde. Wie viele Wunden hast du? Ich habe 4 Lee. Ich müsste einen Arm rechten Arm haben und aus der letzten Sitzung war es, glaube ich, am Kopf, glaube ich, oder? Ja. Ich glaube, das hat der Ring automatisch geheilt, ne? Ach ja, stimmt. Dann hast du nur die plus 3 für die eine Armwunde. Gut, also plus 4, plus 3 sind plus 7 dann, oder ist sie schon drin? Aber ich glaube, Selbstbehandlung war doch beim Balsam auch erschwerend, oder nicht? Oder also du bekommst eine plus 4 von mir, weil du deine Hand nicht ordentlich benutzen kannst. Das macht natürlich die Matrix kaputt. Und dann zusätzlich nochmal deinen Wundmodifikator, der auch nochmal draufkommt. Ja, 20 ASP eingesetzt. Oh. Juhu. Keine doppelte Zauberdauer angesagt. Keine Erleichterung durch Heilgewänder oder sowas. Würfel mal bitte einen W6. Dann kostet dein Zauber 2 Punkte mehr. Und würfel mal bitte ein W20. Nichts passiert. Also, ja, du heilst, aber trotzdem 2 Punkte mehr. Okay. Du merkst, dass die Matrix etwas verbogen ist. Du
trotz deiner Verletzung kannst du mal den Finger genau in der richtigen, im richtigen Moment nochmal gerade biegen, kannst die Linien gerade ziehen, aber du merkst, irgendwas hat nicht gestimmt. Irgendwas war merkwürdig. Okay, ich vermute mal, liegt an dem Ort. Ja, ihr habt einen halben Tag Zeit. Wie gesagt, ihr könnt dann, während Abelmir sich da selber heilt, können die anderen nach Feuerholz suchen. Ein paar Zweige, das hilft für vielleicht eine Stunde. Mehr kriegt ihr nicht zusammen. Und es ist eine ziemlich magere Ausbeute. Das reicht aber zum Kochen. Richtig. Dann hoffe ich einfach mal, ihr seid alle heute Nacht gut eingewickelt. Wenn noch jemand einen Mantel braucht, ich hätte noch einen. Den habe ich. Nee, den habe ich Ragnar gegeben, Starker gegeben, verzeiht. Schwert das die Hauswirtschaftsprobe, um Dinge trocken zu kriegen? Ja klar, ohne Feuer oder nur mit wenig Feuer, das könnte schwierig werden. Aktuell ist eure Kleidung mit der Hauswirtschaftsprobe, das hatte ich euch ja schon gestattet, das ist jetzt alles nach und nach passiert. Von daher, naja, um eine Stufe, also ihr wart alle nass, die reingefallen sind, und dann mit einer gelungenen Hauswirtschaftsprobe habt ihr dann eben eine Stufe weniger auf Feucht bekommen. Gut. Dann bin ich halt immer noch feucht, weil ich es nicht geschafft habe. Ja. Ich möchte, wenn die Zeit ist, mir den. Du hast noch bei Feuchtigprobe nicht geschafft. Ist da noch was Zusätzliches passiert, Frosty? Du hast was von Löchern erzählt. Das waren die Flöhe. Die Flöhe, so, und die habt ihr ja natürlich jetzt erfolgreich bekämpft. Herzlichen Glückwunsch. Ich möchte mir gerne die leichten Leichner von Yoga auf Bismarbul schnallen. Wolltest und du noch dich einmal und ja, noch einmal die Furt trotzen, um das in der Nähe des Boronschreins zu machen. Ah, okay. Ist eine gute Idee. Da verlange ich dir jetzt auch keine weiteren Reitenproben ab. Ihr dürft jeder noch einmal den Jezorn um einen Punkt senken. Die hässliche Yoga ist nicht mehr dabei. Die hat euch auch alle ziemlich genervt mit ihrer Besserwisserei. Und naja, gut, dadurch, dass ihr sie jetzt auch bohrenbefällig begraben habt, auch das würde dann eben, wie gesagt, nochmal diesen Jezorn um diesen einen Punkt insgesamt dann senken. Sie wird dieser gut aus. Sie wird vermutlich nicht wirklich begraben, weil der Boden wird stocksteif gefroren sein, sondern unter ein Sammelsurium an Steinen und Steinbrocken dann eingeschaufelt im Grunde. Was man halt so tut. Was man halt so tut. Gut, irgendwelche Unterhaltungen, irgendwelche Gespräche. Ihr könnt dann während des Tages da sitzen, euch ausruhen, versuchen die Kleidung weiter trocken zu bekommen. Das ist ohne Feuer allerdings schwer. Ich gebe euch eine plus 5, eine weitere Haushaltsprobe, Hauswirtschaftsprobe abzulegen, wenn ihr das tun möchtet. Ansonsten könnt ihr auch da einfach nur so rumsitzen, euch ausruhen. Kurze Frage, wenn wir die erste Probe geschafft haben, ist es trocken oder wie? Es ist von nass auf feucht gegangen. Okay. Ich habe meine Probe geschafft. Dann ist Janans Sachen sind dann jetzt wirklich trocken. Kann man schon sagen, aber Zauberei scheint sehr gut geholfen zu haben. Trocken. Ich fühle mich direkt viel besser. Danke. Nichtsdestotrotz solltet ihr euch vielleicht, wenn wir drüben sind, erst überlegen, ob jemand im Raum Anstoß daran nehmen könnte, dass ihr einen Zauber loslasst. Das könnte weniger glimpflich auslaufen als das hier. Torgosch und Abelmir bemerken, dass sie sich wohl Löcher im Fluss gerissen haben und ihre Stiefel, ja, leider nicht mehr so gut gegen die Kälte schützen, wie das eigentlich geplant ist. Der Kälterüstungsschutz sinkt um einen Punkt. Und das ist natürlich ganz besonderes knifflig. Na gut, ihr könntet jetzt eben noch Yoga ausziehen, das wäre noch möglich, aber ansonsten würdet ihr Schaden an euren Füßen nehmen im Laufe der Zeit. Immer und immer und immer wieder. Was möchtet ihr tun? Passen denn ihre Schuhe? Ja? Ihr werdet nicht die Leiche unserer Führerin fleddern. Vor allem müsste man über die Furt die Frau ausbuddeln, die Leiche fleddern, die Leute wieder zubuddeln, über die Furt zurück, sich vielleicht noch die Schuhe aufreißen unterwegs und... Wenn ihr euch daran macht, diese Leiche auszugraben, liegt ihr daneben. Also, Jungs, was machen wir jetzt? Hat nicht einer von euch Nähzeug? Flickt eure Schuhe. Was habt ihr denn für Schuhe? Lederstiefel. Leder bin ich nicht gut drin, das zu flicken. Und ihr, Eisemann? Ich hab Pelz. Pelz kann ich gut flicken. Gib mal her. Hat denn irgendjemand Werkzeug hier, damit ich Leder bearbeiten kann? Ich könnte doch vielleicht was machen. Ich habe nur normale Nadeln dabei, die für die Schneiderei gemacht sind.
Normalerweise braucht man stärkere Nadeln für Lederarbeiten, die habe ich aber nicht. Aber man kann es auch damit versuchen, das ist bestimmt noch schwerer, man muss viel vorsichtiger sein, dass die Nadeln nicht sich verbiegen. Yoga hat doch so einen kleinen Dolch, damit hat sie doch den diesen weißen Hetzer hat sie doch damit kaputt gemacht. Aber wir wollten die Leiche doch nicht fleddern. Wenn ihr Glück habt, liegt ihr noch irgendwo hier rum. Ich hab sie nur mit ihrer Axt bestattet. Dann schaut sich Starkheit jetzt mal ein wenig um. Ja, würfel mal Plus oder Minus. Minus. Ja, du suchst so ein bisschen herum. Na gut, dann muss es eben dein eigener Dolch sein. Hattest du einen Dolch mit? Ja, ich habe alles verloren im Fluss. Ja, du greifst so ein bisschen an deinen eigenen Gürtel. Nee, da hast du auch... Oh, scheiße, hast ja auch alles verloren damals in deinem Gewässer. Ah, ist das ätzend. Ich mache mal eine Schneidereiprobe und versuche mal Torgos Schuhe zu flicken, währenddessen ich da gerade rumsitze am Lagerfeuer, wie auch immer, oder am nicht mehr Lagerfeuer. Ja, ist genug Zeit, muss da hier nicht irgendwie mit halber Probendauer oder sowas arbeiten. Kein Thema. Kein Thema. Oh, Dankeschön, das ist nett von dir. Sieht besser aus als vorher. Sie sind nur geflickt, ich meine, ja. Was es funktioniert, es müsst ihr wieder warm halten. Sehr gut. Gut, und während ihr wartet und auf das Geheule von irgendwelchen anderen Wölfen oder weißen Hetzen dann wartet, das ein oder andere Mal ertönt zumindest von den Bergen ein keckerndes Geräusch, was ihr nicht ganz zuordnen könnt, das ein oder andere Mal klappert ein Stein und bricht nach unten, gehen wir in eine Pause. Gut, dann geht es weiter. Ihr unterhaltet euch den gesamten Tag über, könnt da dann versuchen zu schneidern, könnt dann irgendwelche Lieder noch versuchen zu singen. Die Stimmung ist ein bisschen gedrückt. Ihr seid doch nicht ganz sicher, wie ihr jetzt ohne diese Führerin den restlichen Anstieg überleben könnt. Aber zumindest war der Anfang zusammen mit eurem Zwerg ganz gut. Und ihr seid der Meinung, dass dieser Rastplatz dann doch noch einige Annehmlichkeiten zu bieten hat. Könnt euch dann während des Abends das restliche Holz zusammenschieben, sodass ihr da ein kleines Lagerfeuer entfachen könnt. Die Töpfe werden herausgeholt und es gibt immerhin Warmes zu essen, aber zumindest Torgosch kann euch dann erzählen, dass das nicht reicht für ein restliches Wachfeuer. Vor dem Abend möchte ich ganz gerne nochmal jagen gehen. Das wäre jetzt natürlich okay. Ich guck gerade mal nach. Wenn wir den ganzen Tag hier rumsitzen, kann Nabel mir dann zwei Regenerationen abgreifen? Nee. Ja, doch, kann er. Okay. Also 6 Stunden kannst du hier normal rasten. Feuchter Boden ist eine -1. Ja. Okay. Das heißt 1W6 -1. Und wenn Abdulon nach einer Stunde zurückkommt, wird er nichts gefunden haben, weil kein Nahrungsgebiet. Hier gibt's nichts. Keine Nahrungsversorgung, habt ihr nicht gekauft. Wir haben den letzten Steinbock geschossen, der hier noch rumlag. Rumsprang. Ja. Nach einer Stunde kommst du enttäuscht wieder zurück, hat alles nichts gebracht. Dann wird man sich ein bisschen ausruhen. Ich würde ganz gerne mit Wettervorhersage die nächsten Tage ermitteln, indem ich in den Wind schaue und mir die Wolken um uns herum ansehe, falls aber ich mir, sie von hier aus sehen kann. Aber mir, du nimmst den ersten W6, den du gewürfelt hast, weil das ist die erste 6. Stunde. Ob das zu einer zweiten Regeneration in der Nacht kommt, ist nochmal was ganz anderes. Achso, okay, weil du sagst 2W6 -1. Du hast insgesamt, darfst du 2 Regenerationsproben pro Tag machen. Ja. Und der erste W6 ist eine 1 und 1-1 ist leider 0. Das heißt, du sitzt da rum, dir ist kalt und das passiert gar nichts. Ich habe Regeneration 2, also plus 2 noch zusätzlich. Zumindest aus 3 Punkte, aber keine Lebenspunkte. Achso, ja. Genau. Was ganz nett ist, wir gucken einfach mal auf die Werte von euren Kleidungsstücken. Habt ihr da immer noch Kälterüstung Schutz 4? Ich habe 5. Irgendwer mit nasser Kleidung, der gerade hier versammelt ist, dann, falls das so sein sollte, würdet ihr 1W6 pro 6 Stunden. Oder geht doch einfach mal durch, von oben nach unten schnell. Absolut, Kälterüstung Schutz. Kälterüstung zu 4, keine nassen oder feuchten Sachen. Gut, Agricchio. Wie sieht's bei dir aus? Ich hab am Körper Kälterüstung 7, Beine Kälterüstung 6, Hand Kälterüstung 2, Kopf 3. Ja. Ja, dann 2. Wo ist das an der Hand? Die Hand muss 1 weniger sein als der Rest. Okay, dann. Nee. Das ist richtig, dann bist du trotzdem anstatt 4 auf 3. Genau.
Aber wie gesagt, die hatten ja die Sachen getrocknet, oder? Durch diese Hauswirtschaftsprobe. Wenn das bei dir gelogen ist, ist das okay. Ja. Gut, Eisenmann? 3 und feucht. Gut, 3 und feucht, das heißt, ist es 0, also ja. Bei feucht ist glaube ich noch egal, aber da kriegst du zumindest den ersten Kälte. Feucht bedeutet ein Kälterungsschutz weniger. Auch bei Wolle. Nee, bei Wolle bedeutet feucht plus minus 0. Genau. Aber egal, weil ich feucht und nass gibt's noch. Also verliere ich einen Kälterungsschutz, also habe ich 2. Ja, ich muss gerade mal, wo ist die Liste mit den... Meine meinst du jetzt? Nee, die Liste mit den Kälterüstungsschutz. Suche ich gerade. Wie geht das? Kälteschaden. So, wir sind bei 1,55. Genau, wir sind bei frostig minus 2, dann bekommst du 1W6 Kälte TP pro 6 Stunden. Während du da also rumsitzt und nichts tust und Abel mir beim Frieren zuguckst, kriegst du 1W6 Kälte TP. Wie gesagt, die summieren sich auf. Aufgepasst. Wenn du nichts tust, dann wirst du auch in der Nacht weiter frieren. Das sind 4W6 am Tag insgesamt, da muss er was gegen tun. Ja, ist aber nicht mein Problem. Starkert. Ich habe 6 Kälterüstungsschutz. Gut. Jorodin? 5 und trocken. Gut. Dann darf sich Eisemann überlegen, wie er was dagegen tut, sonst hat er ein Problem und wird zu Tode frieren. Wie gesagt, wir befinden uns jetzt gerade beim Abendessen und die erstes kleines Süppchen wurde gekocht. Ihr habt ja noch ein bisschen Nahrung dabei, was ihr euch in den Tagen gejagt hattet. Ich hätte ganz gerne mit Wettervorhersage so die nächsten paar Tage oder so ermittelt, was da für Wetter auf uns zukommt. Dann würfel mal eine Wettervorhersage in die Box. Wenn gerade nichts Interessantes passiert, nach der Jagd vor allen Dingen, wird immer sich ins Zelt ins Bett lümmeln. Ich leg mich auch in meinen Schlafsack. Ich zieh mir meine Stiefel aus. Starkart, könntest du was tun gegen dieses Loch? Natürlich. Könntest du mir vielleicht ein paar Schulden dafür erlassen, dass ich dir hier helfe? Ich erlasse dir 5 Goldstücke, wenn du es schaffst, diese Stiefel zu reparieren. Ist das dein Angebot? Und wenn ich es nicht schaffe? Dann natürlich nicht. Alles klar. Gut, ich guck mal, was ich machen kann. Und Starkart überlegt als Experte der Lederarbeiterkunst, wie er dieses Leder bearbeiten kann, da der Spieler selbst keine Ahnung von Lederbearbeitungskunsten hat. Das ist wie Schneider, nur mit stärkeren Nadeln. Okay. Dann... Zumindest das, was du jetzt machen willst an der Stelle. Das ist einfach nur viel, viel dickeres Materialleder. Du hast sicherlich nur irgendwelche Ledersachen oben bei dir drauf. Jetzt schneidest du auch ein bisschen übrig gebliebenes Zeug ab von dem weißen Hetzer. Wenn dir die Probe gelingt, könntest du es zumindest provisorisch stopfen. Alles klar. Irgendwer schwer ist, weil ich kein vernünftiges Werkzeug dafür habe? +3. +3. Was für ein Werkzeug benutzt du denn überhaupt? Also bisher hört man gar kein Werkzeug aus. Ich habe vorhin gehört, dass man das irgendwie mit einem Dolch machen kann. Dann würfel mal. Nicht? Okay. Ach, kommt. Okay, also bisher hast du gesagt, du hast jetzt einen Dolch. Irgendwer wird dir aus der Gruppe einen Dolch leihen. Zacker, jetzt hast du einen Dolch in der Hand. Und du hast diese Stiefel und du hast möglicherweise da den Hetzer neben dir liegen. Ja. Kombiniere Hetzer mit Dolch mit Stiefel wie? Du hast noch nicht mal so einen Faden. Oder nimmst du jetzt Hetzerhaar, was du an einer Knotest? Ich würde tatsächlich, glaube ich, einfach, ja genau, ich würde tatsächlich einfach dieses Hetzer von dem, dieses Hetzerhaar nutzen und dann quasi drumrum winkeln und das dann mehr quasi miteinander verknoten, als wirklich Lederarbeiten machen. Okay. Die Sehnen. Das ist ja das, was der Frosty hören will, dann kann er deine Erschwernisse auch einschätzen, was du da so tust. Ja, sieht doch gut aus. Nee. Sieht doch gut aus, sieht doch gut aus. Da passiert gar nichts. Gut aus. Hier, ja, hab alles richtig gut verbunden und ich zeig dir ein Vollknäuel, was früher mal ein Schuh war. Da steckst du dann deinen Fuß rein und dann hast du sogar innen weil wollgefütterten Pelz. Ja, also er hat dann mit dem Dolch ein paar Mal durchgestochen und hat dann von der Innenseite eine ganze Menge Fell geschoben. Das guckt dann auch durch diese Löcher raus. Aber das Problem ist, du kannst den Schuh auch so gerade nicht anziehen, weil da einfach viel zu viel Fell von innen drin steckt und Jetzt müsstest du das Fell wieder rausziehen, aber da hast du wieder die großen Dolchlöcher drin.
Das funktioniert doch so nicht, Starker. Was hast du da gemacht? Eine neue Erfindung. Das ist Mist. Ich finde nicht. Also, wenn ihr nicht so Riesenfüße hättet, würde das auch funktionieren. Naja, ich meine, dann tauscht doch die Füße miteinander, wenn, also die Schuhe miteinander, wenn das so eine gute Erfindung ist. Das ist eine gute Idee. Ich hab meine Schuhe ja nicht kaputt gemacht. Aber du hast probiert zu reparieren, sieht doch aber voll schlimm aus. Aber du hast deine Schuhe kaputt gemacht. Genau. Ja. Und? Ich habe versucht zu helfen. So sehr ich diesen Magier hasse und verabscheue, aber tut mir leid, Ragnar, da werde ich dir die Schuhe ausziehen müssen. Ja, das kannst du gerne versuchen. Oh. Und Starkert steht auf. Ja, alles klar. Ignar steht auch auf. Ja. Was wird das denn? Er hat die Schuhe kaputt gemacht. Dorosch, sag du mal was, du bist der Anführer. Dorosch, ich hab mir aufgepasst. Die Schuhe waren schon vorher durch. Ragnar hat beim Dolch die Schuhe von dem Magier kaputt gemacht. Ragnar, warum hast du das getan? Weil ich versucht habe, ihm zu helfen. Und stattdessen hast du sie kaputt gemacht. Richtig. Und wie sollen wir jetzt mit weniger Schuhen, als wir Leute haben, hier durchkommen? Die Schuhe waren vorher auch schon kaputt. Das hätte keinen Unterschied gemacht. Also hat er versucht, sie zu reparieren, oder wie, oder was? Ja. Ich möchte einschätzen, ob er das wirklich gemacht hat. Also möchte im Grunde Menschenkenntnis gegen ihn würfeln. Ja, das ist keine Menschenkenntnis. Das ist, kann auch sein, dass das, ja, er wollte wohl helfen, aber die Schuhe sind halt trotzdem zerstört. Das ist wohl gar nicht mal böswillig passiert. Das ist einfach nur, er hat so einen leeren Blick. Er sieht so aus, als ob er keine Ahnung hat. Aber ihr seht diesen Mann, ja? Ja. Ihr wisst, dass der einzige Schnee, den er jemals gesehen hat, in Malersgrund lag, ja? Er hat gesagt, er kann warum Schuhe reparieren. Warum traut ihr Ragnar mit irgendetwas? Ich hatte leider... Ein sehr vertrauenswürdiger Mann. Deswegen leider keine bin ich andere Wahl. Position dabei. Ömer, könnt ihr was tun? Schau mal verzweifelt drin Richtung Ömer. Ömer liegt anscheinend dann im Zelt und schläft. Ach so. Werdet ihn wohl aufwecken müssen. Mach mal eine Willensleben-Probe für deinen persönlichen Schlafplatz. Mach ich. Plus 4 fürs Gebirge. Plus 4. Habe ich wohl nicht den schlechtesten Schlafplatz diesmal erwischt. Dann ist es zumindest keine zusätzliche minus 1, ja. Ja, die Tipps von Yoga, die waren echt Gold wert. Ja, müsste man nur aufgepasst haben.